großartig, wie sie so selbstverständlich sagte, es macht Spaß. Das ist nicht Arbeit, sondern das macht Spaß. Jetzt eine Gruppe, die zwar nicht so farbenfroh ist, dafür laut und so ein bisschen durchchoreografierter. Das Maracatu-Treffen, und die werden eben gleich auch nochmal den Maracatu, die Musik uns herbringen. Und das ist ja auch die Musik, die zum Beispiel eben von den afro-indigenen Bevölkerungsgruppen in Brasilien getanzt wird. Und da sehen wir da hinten auch schon, da wird getanzt. Vorneweg eine Trommlergruppe und hinten wird getanzt. Und ganz wichtig ist halt für den Maracatu die Bewegung, wie für jeden Tanz, okay. Aber das Wichtige eben, die Bewegung auf der Straße, die große, die breite und vor allem die Bewegung nach vorne. Man sieht es auch schon so in Schlangenlinien, wird sich da so ein bisschen fortbewegt und die werden jetzt auch performen. Zeremonie der Königin der Sklaven. Man sieht sie an ihrem prachtvollen rot-gold bestickten Kleid und auch die ganzen anderen Kleider, die erinnern an einen barocken portugiesisch-brasilianischen Hofstaat. Man sieht ja die verschiedensten Stile. Man sieht spitze Reifröcke, bunte Kopftücher, dann wieder Muster, die an afrikanische Musterkulturen erinnern. Also eine wirklich tolle, bunte Mischung. Bunte und laute Musik beim Karneval der Kulturen. Tja,